Deutschlandfunk Musikpanorama. 2020 ist das große Beethoven-Jahr und das droht alle anderen Komponistenjubiläen in den Schatten zu stellen. Ein Beispiel dafür ist Johann Friedrich Agricola. Der kam ein halbes Jahrhundert vor Beethoven zur Welt, am 4. Januar 1720. Agricolas Geburtsort ist Dobitschen bei Altenburg. 50 Kilometer nördlich in Leipzig war er Student und Schüler von Johann Sebastian Bach. Karriere gemacht hat Agricola dann als Musiker in Berlin. Und dort, in den Ostergottesdiensten der Petrikirche, erklangen Ende der 1750er Jahre auch seine beiden Ostermusiken, die wir Ihnen heute als Ersteinspielung vorstellen möchten. Dazu begrüßt Sie Bernd Heider im Studio. Michael Alexander Willens und seine Kölner Akademie haben Agricolas Osterkantaten »Der Gottmensch jauchzt« und »Die Auferstehung des Erlösers« im vergangenen November im Deutschlandfunk Kammermusiksaal eingespielt. Die Aufnahme ist vor kurzem auf CD beim Label CPO erschienen. Außerdem noch ein Dresdner Osteroratorium von Gottfried August Homilius, der vermutlich ebenfalls ein Bach-Schüler war. Dieses Oratorium erwartet uns dann in der zweiten Sendestunde. Mit einem kraftvollen Vorspiel von Streichern und Oboen, Hörnern, Trompeten und Pauken beginnt Agricola seine Kantate »Der Gottmensch jauchzt« im strahlenden D-Dur. Der Vokalchor stimmt in einem tänzerisch leichten Satz ein hymnisches Lob- und Dankgebet auf den auferstandenen Christus an. Ein kurzes Sopranrezitativ stellt den Kreuzestod Jesu als Erlösungstat für alle Menschen vor. Das anschließende Soloquartett mit Streicherbegleitung führt diesen Gedanken in sanft wiegenden Harmonien fort. In wechselnden Duopassagen singen Sopran und Alt, Tenor und Bass folgenden Text. Du schützest ihn auf deinem Throne, dahin ihn deine Kraft erhebt. Du gibst ihm eine güldene Krone, er wünscht zu leben und er lebt. Das musikalische Pendant zum Eingangschor bildet eine Sopranarie, die von der Glückseligkeit der Menschen singt, die Gottes Gnade erlöst hat. Er lebt von deiner Huld beglücket, und Ewigkeiten sind sein Teil. Wie sehr verklärt ihn Gott, wie schmücket, wie hoch verherrlicht ihn dein Heil. Begleitet von Hörnern und Streichern steigert sich die Singstimme in der Verherrlichung Gottes und der Freude über die menschliche Glückseligkeit zu beeindruckenden Koloraturen, exponierten Spitzentönen und einer virtuosen Schlusskadenz. Das muss eine ideale Partie für die Berliner Hofsängerin Benedetta Emilia Molteni gewesen sein, die Gattin Agricolas. Der Dirigent Michael Alexander Willens ist von Agricola einfach begeistert. Ich finde seine Musik toll. Seine Frau sogar war Opernsänger. Und deswegen, es gibt diese Coloratura Orien, dass sie bestimmt eine super Sänger war. Weil sie sind sehr hart, kann man sagen. Und glücklicherweise hätten wir die Hannah Morrison dabei. Sie hat sehr wunderbar gesungen. So, der Stil ist genauso richtig zwischen Barock und Klassik. Die weiteren Solostimmen neben Hannah Morrison sind im Quartettsatz Elisabeth Popien, Georg Poplutz und André Morsch. Im Eingangschor und dem kurzen, von Trompetenfanfaren gekrönten Schlusschoral treten pro Partie noch je 2 bis 3 weitere Vokalstimmen der Kölner Akademie hinzu. Der Gottmensch jauchzt, eine Kantate von Johann Friedrich Agricola. Thank you.
Und der Hölle Trutz.
Das war die Osterkantate »Der Gott Mensch jauchzt« von Johann Friedrich Agricola mit Hannah Morrison, Sopran, Elisabeth Popien, Alt, Georg Poplutz, Tenor, André Morsch, Bass und dem Vokal- und Instrumentalensemble Kölner Akademie. Die Leitung hatte Michael Alexander Willens. Agricola, der Leipziger Schüler von Johann Sebastian Bach, ist 1741 auf Empfehlung von dessen Sohn, dem Hofcembalisten Karl Philipp Emanuel Bach, nach Berlin gekommen. Agricola spielt mehrere Instrumente und ist ein hervorragender Tenorsänger. Doch gelingt ihm erst nach etwa 10 Jahren der Aufstieg in die Hofmusik. Er hat den König mit der Komposition eines italienischsprachigen Opernintermezzos überzeugt. Und nicht nur den Regenten schlägt Agricola in seinen Bann. Wenige Monate nach seiner Ernennung verheiratet sich der neue Hofkomponist und Kammermusiker mit der Hofsängerin Benedetta Emilia Molteni. Agricola geht es in seinen Kompositionen um eine größtmögliche Sanglichkeit und er will sein Publikum rühren. Da dient ihm der Berliner Hofkapellmeister Karl Heinrich Graun als Vorbild, ebenso der Dresdner Hofkapellmeister Johann Adolf Hasse. Auch Georg Philipp Telemann und Georg Friedrich Händel sind Orientierungsgrößen. Mit Anspielung auf seinen Leipziger Lehrer Johann Sebastian Bach hat Agricola seine ästhetischen Prägungen in einem Brief an Telemann 1752 einmal so beschrieben. Vielleicht wäre ich in Leipzig auf dem Klaviere, der Orgel und den Grundsätzen der Harmonie zu einer Nachahmung meines seligen Lehrers angelocket worden, wenn nicht ihre Kirchen- und Instrumentalstücke die Empfindung des Gefälligen und Rührenden bei mir immer erhalten und angefeuert hätten. Hieraus lernete ich vorzüglich, wie eine arbeitsame Vollstimmigkeit mit fließender Leichtigkeit und mit einer malenden, an Erfindung unerschöpflichen Lebhaftigkeit verbunden werden könne. Michael Alexander Willens ist nicht zuletzt von der orchestralen Fülle dieser Musik begeistert. Man kann mehr denken auf Opernorchester statt Kirchenorchester. Die Chöre sind relativ groß mit Flöten, Oboen, Hörner und Trompeten und Pauken. Das ist natürlich wunderbar. Alle Arien werden zumindest mit dem vollen Streichersatz begleitet. Es gibt hier keine konzertierenden Dialoge mit nur einem Instrument. Für die exponierten Solorollen sind eben nur die Sängerinnen und Sänger vorgesehen. Bezeichnenderweise gibt Agricola 1757 die Gesangslehre des italienischen Kastraten Pier Francesco Tosi von 1723 in einer reich kommentierten deutschen Übersetzung heraus. Er stellt sich damit neben die maßstabsetzenden Lehrschriften des Berliner Hofflötisten Johann Joachim Quanz, des Berliner Hofcembalisten Karl Philipp Emanuel Bach und des Salzburger Hofgeigers Leopold Mozart. Sie sind in den Jahren zuvor erschienen. Im Vorwort schreibt Agricola: Ich werde mich freuen, wenn meine Bemühungen nicht ganz ohne Nutzen gewesen sind, wenn die Deutschen, meine Landsleute, dadurch aufs Neue angefeuert werden, in der Tat zu zeigen, dass unser Vaterland an guten Stimmen und Sängern ebenso reich werden könne als irgendeine andere Himmelsgegend. Keine Frage, für seine Kantate »Die Auferstehung des Erlösers« stehen Agricola an Ostern 1758 solche guten Stimmen zur Verfügung. Den Text liefert ihm der Pfarrer und Schriftsteller Christian Gottlieb Lieberkühn. Er stammt aus Potsdam und hat in Halle an der Saale studiert. Die theologische Fakultät dort ist damals das Zentrum der protestantischen Frömmigkeitsbewegung des Pietismus, die eine größere Subjektivität in der Gotteserfahrung anstrebt. Das hat in Agricolas Osterkantate seine Spuren hinterlassen. In poetischen Versen schildert Lieberkühn nach dem jubelnden Eröffnungschor in einem Rezitativ die Auferstehung Jesu. Agricola lässt dazu den Basssolisten vom Streichersatz begleiten, der den Text bald illustriert, bald kommentiert. Ein Engel steigt voll Pracht herab, sein Kleid ist schwer, sein Leib ist Feuer. Er wälzt den schroffen Stein vom schon gespaltenen Grab, der Mittler geht heraus zur edlen Friedensfeier. Es folgt darauf eine Bravour-Arie des Tenors. In heroischem Duktus mit prächtigen Koloraturen und dem Wechselspiel mit Flöten, Oboen, Hörnern und Streichern feiert sie den Sieg des Auferstandenen über den Tod. Sicherlich hat Agricola dieses Vokalsolo für sich selbst geschrieben. Krönt den Gesang der schönsten Nacht, in der Held erschienen, der uns zu Himmelsbürgern macht.
Auch in den weiteren Sätzen beschreibt Lieberkühn in zahlreichen poetischen Bildern, wie der Sieg Jesu über den Tod für den Menschen zur Verheißung der ewigen Erlösung wird. Dazu findet Agricola die sehnsuchtsvoll sanften Töne eines Duettes für Alt und Bass. Held, der den Fels vom Grabe rückte, der uns tief ins Verderben drückte, auf, wälz ihn ganz vom Geist herab. Auf einen erhaben schlichten Choralsatz lässt Agricola einen prachtvollen Chor mit überraschenden harmonischen Wendungen folgen. Ein zwischen Rezitativ und Arioso changierender Satz beginnt als Sopransolo und endet als Vokalquartett. Er führt zur letzten Arie, die wieder für Sopran geschrieben ist und die Agricola vermutlich als Glanzstück für seine Gattin konzipiert hat. Steigt, Engel, steigt, Freunde der Edlen hernieder, die Jesus euch einst ähnlich macht. Kommt, lehrt uns nur Himmeln verständliche Lieder, leiht uns die Psalmen eurer Pracht. Neben dem Tonumfang und den fulminanten Koloraturketten der Vokalpartie beeindruckt da das Wechselspiel der Blechbläser, aus dem sich die erste Trompete besonders virtuos hervorhebt. Von dieser ausgesprochen opernhaften Musik führt der bekenntnishafte Choral zurück in die sakrale Atmosphäre eines feierlichen Ostergottesdienstes. Die Solisten im Vokalensemble der Kölner Akademie sind wieder Hannah Morrison, Sopran, Elisabeth Popien, Alt, Georg Poplutz, Tenor und André Morsch, Bass. Die Leitung hat Michael Alexander Willens. Johann Friedrich Agricolas Kantate, Die Auferstehung des Erlösers. Den Wächtern furchtbar widerhallet.
Wolken übermannt, als triumphierend Gottes Arm das Land, das Sünderscharen trug, erschütterte. Dort sank ein Hüglein, der Felsen zitterte. Steigt voll Pracht herab. Sein Kleid ist schwer, sein Leib ist Feuer. Er wälzt den schroffen Stein vom schon gespaltenen Grab. Der Mittler geht heraus zur ewigen Friedensfeier, legt sein Verdienst und uns dem Vater dar. Schon krönt die sel'ge Schar in ihm ihr künftig Leben, die Hölle knirscht für Wut und Sünder glühn und beben. Yeah.
den Pfad. Ah, ah, feierliche Pracht erhüllt den Pfad. Feierliche Pracht. Jetzt aus dem Allerheiligsten zurück und froh besegen uns, die er ihn kennen lehrt, des ewigen versöhnte Blicke. Majestät hervor. Sein jüngst umwölktes Kreuz, das jetzt Wonne schimmert, zerschlägt der Hölle krachend Tor, und Schloss und Riegel liegt zertrümmert. Der Vorhang, der zerriss, enthüllt jetzt sel'gen Scharen Geheimnisse, die unerforschbar waren und die dem frommen Blick mehr keine Nacht entzogen.
Verstand, weil ich mir sein Glied nicht ewig schlafend bleiben sollte.
Die Auferstehung des Erlösers, eine Ostermusik von Johann Friedrich Agricola mit dem Vokal- und Instrumentalensemble Kölner Akademie. Die Solopartien sangen Hannah Morrison, Elisabeth Popien, Georg Poplutz und André Morsch. Die Leitung hatte Michael Alexander Willens. Nach den 22 Uhr Nachrichten stellen wir im zweiten Teil unseres Musikpanoramas das dritte Werk auf dieser neuen CD vor, ein Dresdner Osteroratorium derselben Epoche von Gottfried August Homilius. Frohlocket und preiset den herrschenden Sieger. Deutschlandfunk Musikpanorama. Willkommen zum zweiten Teil, in dem wir Ihnen nach den beiden Ostermusiken von Johann Friedrich Agricola jetzt noch ein Osteroratorium von Gottfried August Homilius vorstellen möchten. Auch das ist auf der kürzlich erschienenen CD der Kölner Akademie zu hören, die in Zusammenarbeit mit dem Label CPO im vergangenen November im Deutschlandfunk Kammermusiksaal aufgenommen wurde. Im Studio ist weiterhin Bernd Haider. Gottfried August Homilius ist 1714 in Rosenthal im sächsischen Erzgebirge geboren und damit 6 Jahre älter als Johann Friedrich Agricola. 1735 kommt Homilius nach Schuljahren in Dresden zum Jurastudium nach Leipzig. Dass auch er dort, genau wie Agricola, Unterricht bei Johann Sebastian Bach nimmt, ist nicht belegt, aber sehr wahrscheinlich. Jedenfalls gilt Homilius bald als hervorragender Tasteninterpret. 1742 erhält er im Alter von 28 Jahren die Organistenstelle an der Frauenkirche in Dresden. 1755 wird er Kantor an der benachbarten Kreuzschule und städtischer Musikdirektor. Damit ist die Kreuzkirche seine Hauptwirkungsstätte, bis sie 1760 im Siebenjährigen Krieg zerstört wird. Die folgenden 25 Jahre führt Homilius seine Kantaten mit dem Knabenchor der Kreuzschule dann vornehmlich in der Frauenkirche auf, bis zu seinem Tod 1785. Durch den damals üblichen Notenaustausch zwischen Kirchenmusikern gelangen seine Werke auch an viele weitere Orte. Das hat dazu beigetragen, dass heute annähernd so viele Kirchenkantaten von Homilius greifbar sind wie von Johann Sebastian Bach, etwa 180. Die Wiederentdeckung dieses Bestandes auf CD steht allerdings noch am Anfang. Der amerikanische Dirigent Michael Alexander Willens, der heute in Deutschland lebt, beteiligt sich daran mit seinem Ensemble die Kölner Akademie schon seit einer Weile. Und das auf historischem Instrumentarium, mit darmbeseiteten Streichern, barocken Traversflöten und Oboen, Naturhörnern und Trompeten sowie alten Kesselpauken. Ihrem durchsichtigeren Klang ist auch die Größe des Vokalensembles angepasst, das Willens hier mit 12 Sängerinnen und Sängern besetzt. Im vergangenen Jahr hat die Kölner Akademie im Deutschlandfunk Kammermusiksaal schon einmal 4 Kantaten von Homilius zur Advents- und Weihnachtszeit aufgenommen. Seit Herbst liegen sie auf CD vor. Den Reiz dieser Musik zwischen Barock und Klassik findet Willens jetzt auch im Osteroratorium von Homilius wieder. Agricola ist mehr berühmt als ein Opernkomponist, kann man sagen. Homilius ist nur wirklich Kirchenkomponist. Ein wichtiger nach Bach, also für den Stil von Empfindsamkeit zu fördern in Deutschland überall. Und der war sehr berühmt und seine Musik wird gemacht bis 19. Jahrhundert. Man findet Kopien in Kirchen irgendwo bis also in den 19. Jahrhundert. Die Harmonie ist auch schön, interessant, aber nicht so, wie man denkt an Bach sofort. Diese Wahnsinn-Harmonie und dicke Kontrapunkte. Das ist überhaupt nicht der Fall hier.
wenn der Berliner Hofkomponist Agricola auch mehr Opernerfahrung aufzuweisen hat. Die dramatischste Musik der neuen Aufnahme bietet das Oratorium des Dresdner Kreuzkantors Homilius. Da finden wir uns nach dem jubelnden Eingangschor unmittelbar mit Maria Magdalena, Maria Jakobi und Salome im Morgengrauen vor dem Grab Jesu wieder. Die Jüngerinnen wollen den Leichnam Jesu einbalsamieren und machen sich Gedanken, wie sie den Stein wegrollen sollen, der das Grab verschließt. Im opernhaft fließenden Parlando-Rezitativ gestaltet Homilius das Gespräch der beiden Soprane und der Altstimme, das nur von den Generalbassinstrumenten gestützt wird. Begleitet von den sanften Tönen der Streicher und zweier Traversflöten stimmen die drei Jüngerinnen einen zu Herzen gehenden Trauergesang an. Betrübter Fall! So hemmt die Liebe, auch bei der Macht der stärksten Triebe, ein unvermeidlich Ungemach. Uns mangelt bei dem ernsten Willen die Kraft, den Vorsatz zu erfüllen. Der Geist ist stark, das Fleisch ist schwach. Dann sehen die drei Jüngerinnen, dass der Stein schon vom Eingang des Grabes weggewälzt wurde. Im strahlenden C-Dur des Eingangssatzes und mit derselben prächtigen Begleitung durch einen Trompetenchor, zwei Oboen, Streicher und Basso Continuo, erscheint vor den Frauen ein Engel und spricht sie in einem fast übermütig fröhlichen Arienton an, eine Paraderolle für den Basssolisten. Entsetzt euch nicht, ihr bangen Herzen, verbannet freudig Furcht und Schmerzen, der, den ihr suchet, ist nicht hier. In einer Kirchenliedstrophe wird die Szene der drei Frauen vor dem Grab noch einmal durch den Chor reflektiert. Dann stellt Homilius in einem weiteren Terzett die Verunsicherung der Frauen heraus. Verwunderung, Schrecken, Furcht und Freude nimmt Herz und Sinn auf einmal ein. Was? Seh ich recht? Wie träumet mir? Oh, welch ein Wunder zeigt sich hier! Im Hintergrund ihrer ratlosen Fragen bilden Läufe und Bebungen der Streicher die Aufregung der Frauen ab. Eine Szene, die in ihrer Besetzung und ihrer deklamatorischen Intensität an die Auftritte der drei Damen und auch der drei Knaben in Wolfgang Amadeus Mozarts Zauberflöte erinnert. Hat Mozart sich da etwa durch das Dresdner Osteroratorium inspirieren lassen? Immerhin war er an Ostern 1789 in Dresden. Und da führte man die Kirchenwerke des 4 Jahre zuvor verstorbenen Homilius weiterhin auf. Ein vom Generalbass gestütztes Rezitativ zieht aus dem biblischen Geschehen, das hier so plastisch in musikalischen Bildern dargestellt worden ist, seine theologischen Schlüsse. Die vielen predigthaften Verse verteilt Homilius geschickt auf Sopran, Tenor und Bass. Dann rundet er sein Oratorium mit der Wiederholung des Eingangschores schlüssig ab. Die Solopartien der drei Frauen am Grab Jesu singen Rahel Maas, Bethany Seymour und Elisabeth Popien, die Stimme des Engels, der Bass André Morsch. Im abschließenden Rezitativ kommen als weitere Solisten Hannah Morrison und Georg Poplutz hinzu. Die Leitung der Kölner Akademie hat Michael Alexander Willens. Thank you.
Wir dich noch am Leben, wie gerne wohl.
Setzt euch nicht, ihr treue Herzen, verbannet freudig Furcht und Schmerzen. Der, den ihr suchet, ist nicht hier. Der, den ihr suchet, ist nicht hier. Ihr treue Herzen. Entsetzt euch nicht, verbannet freudig Furcht und Schmerzen. Der, den ihr suchet, ist nicht hier, nicht hier, er ist nicht hier. Setzt euch nicht, ihr treue Herzen, verbannet freudig Furcht und Schmerzen. Der, den ihr suchet, ist nicht hier. Der, den ihr suchet, ist nicht hier, ihr treue Herzen. Entsetzt euch nicht, verbannet freudig Furcht und Schmerzen. Der, den ihr suchet, ist nicht hier. Der, den ihr suchet, ist nicht hier. Der ist nicht hier, der ist nicht hier. Der Lebensfürst ist auferstanden. Der Lebensfürst ist auferstanden. Als Sieger brach er durch die Banden des Todes. Des Todes und der Gruft erfüllt. Als Sieger brach er durch die Banden des Todes und der Gruft erfüllt. Setzt euch nicht, ihr treue Herzen, verbannet freudig Furcht und Schmerzen. Der, den ihr suchet, ist nicht hier. Der, den ihr suchet, ist nicht hier. Ihr treue Herzen. Entsetzt euch nicht, verbannet freudig Furcht und Schmerzen. Der, den ihr suchet, ist nicht hier, nicht hier, er ist nicht hier. Setzt euch nicht, ihr treue Herzen,
verbannt mit freudig, freudig, Furcht und Schmerzen. Der, den ihr suchet, ist nicht hier. Der, den ihr suchet, ist nicht hier, der treue Herzen. Entsetzt euch nicht, entsetzt euch nicht, verbannte Frau, ich Furcht und Schmerzen. Wer den ihr suchet, ist nicht hier. Wer den ihr suchet, ist nicht hier. Wer ist nicht hier, wer ist nicht hier. Getrost herzu, hier ist die Stätte seiner Ruh. Hier seht ihr noch die Tücher liegen, die den erblassten Leib umhüllt. Geht hin, verkündigt mit Vergnügen, wie alles nun erfüllt, was er euch oft zuvor gesagt. Geht, eilet unverzagt, verkündigt, was ihr jetzt gesehen. Er selbst wird vor euch in Galiläa gehen. Thank you.
zweifelt weiter nicht. Der Heiland ist wahrhaftig auferstanden. Das leer und offene Grab, das hier die Weiber fanden, und was der Engel spricht, ist nur Beweis genug. Kein Blendwerk, kein Betrug kann dabei möglich sein. Was jener heil'ge Bund in Bildern ausgedrücket, was wir dereinst im Geist erblicket, was der Propheten Mund zuvor gesagt, trifft nun vollkommen ein. Oh, macht das heiß, mein Jesus lebt, nun ist das große Werk vollbracht, was wegen Gottes Sohn in unser Fleisch gekommen. Gott ist versöhnt, die Sünde weggenommen, des Satans Reich, des Todes Macht ist nun zerstört und überwunden. Er führt das Gefängnis selbst gebunden. War Adams sündiges Geschlecht zuvor aus Furcht des Todes Knechte, so sieht der Glaube nun von dieser Furcht befreit. Vergnügt in jene sel'ge Zeit, wo Leben und Unsterblichkeit die Frucht von meines Jesu Siegen einst sein erlöstes Volk vergnügen. Thank you.
Das war das Osteroratorium »Frohlocket und preiset den herrschenden Sieger« von Gottfried August Homilius mit der Kölner Akademie unter der Leitung von Michael Alexander Willens. Die Soli sangen Hannah Morrison, Rahel Maas und Bethany Seymour, Sopran, Elisabeth Popien, Alt, Georg Poplutz, Tenor und André Morsch, Bass. Gemeinsam mit den Osterkantaten von Johann Friedrich Agricola ist dieses Werk kürzlich auf einer CD des Labels CPO erschienen, die als Koproduktion im Deutschlandfunk Kammermusiksaal aufgenommen wurde. Bis zu den Nachrichten bleibt jetzt noch Zeit für Musik von Johann Sebastian Bach, dem Lehrer von Agricola und vermutlich auch von Homilius. Ulrich Böhme spielt an der Bachorgel der Leipziger Thomaskirche die Triosonate G-Dur, Bachwerkeverzeichnis 530. Thank you.
Ulrich Böhme spielte an der Bachorgel der Leipziger Thomaskirche die Triosonate G-Dur, Werkeverzeichnis 530 von Johann Sebastian Bach. Damit geht das heutige Musikpanorama zu Ende, indem wir Ihnen Ostermusiken von Johann Friedrich Agricola und Gottfried August Homelius vorgestellt haben. Diese Sendung finden Sie wie gewohnt auch auf unserer Website und in unserer kostenlosen App DLF Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Bernd Haider.